Hi Lieben, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr reingesappt habt. Heute mit einer leichten Erkältung. Ihr kennt es, man ist schon so ein bisschen über dem Berg und die Nase und der Hals möchte irgendwie noch nicht so mitmachen, wie man möchte. Aber egal, ich hoffe, ihr versteht mich doch relativ gut. Vielen, vielen Dank auf diesem Wege auch für eure ganz, ganz ehrliche Meinung zu unserem letzten Video zum Thema Solarautarkie, wo auch ein bisschen Kritik reingekommen ist. Und das respektieren wir total, denn man kann mit einer Idee niemals zu 100% überzeugen. Das funktioniert einfach nicht. Das spiegelt aber die Realität da draußen wieder, wie sie von euch gelebt wird. Und wir wollen einfach eure ehrliche Meinung, das ist gewünscht, das gehört hier total rein und deshalb freut es uns natürlich, dass ihr genau so argumentiert und auch kommentiert unter den Videos, wie ihr euch fühlt, was ihr über die Ideen denkt. Falls ihr das Video jetzt von letzter Woche verpasst habt und euch für das Thema Autarkie, mobile Autarkie interessiert, schaltet gerne ein, wir verlinken es euch nochmal hier oben. Ansonsten geht es heute in ein sehr spannendes Thema über, was mit Autarkie gar nichts zu tun hat und wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Viel Spaß! A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time. Ja, in diesem Jahr ist echt eine Menge passiert. Die Geburt unseres Sohnes Benito, der Auszug aus dem Tiny House, der Verkauf, der Einzug ins Schwedenhaus, der Umzug, der Hausbau selbst, das ganze Organisieren drumherum und immer mit zwei Kids an Bord. Du kannst dir vorstellen, dass das nicht ganz ohne Spuren bleibt. Und es war eben auch der Grund, warum unsere Lieblingsthemen oder ein Großteil unserer Lieblingsthemen hier auf dem Kanal gar nicht so richtig zur Ansprache gekommen sind oder mit euch geteilt werden konnten. Aber 2023 wollen wir einiges ändern. Ist ja auch schon ein paar Wochen soweit. Da möchten wir uns wieder mehr Zeit nehmen und mehr beschäftigen für unsere Herzthemen. Seit einigen Jahren leben wir schon nachhaltiger, so gut es eben geht. Wir sind auch nur Menschen, auch nicht perfekt, aber unser Interesse ist natürlich ungebrochen in den Bereichen, die wir selbst anpacken können, diese auch im Alltag zu wuppen, um unseren blauen Planeten auch ja lebenswert zu halten und auch zu gestalten für unsere Kinder. Und mit der Zeit merkt man vor allem auch ganz gut, was sich auf lange Sicht gesehen im Alltag sehr gut bewährt und was irgendwie auch gar nicht funktioniert. Und heute sprechen wir daher über die Dinge, auf die wir sehr gut im Alltag verzichten können, seitdem wir nachhaltiger leben. Life is good, best I've ever felt. Ich glaube, das ist jetzt so knapp 5 Jahre her. Da haben wir angefangen, Kuhmilch aus unserem Alltag zu meiden und sind komplett auf Pflanzenmilch umgestiegen. Und zu heute hat sich das so 0% geändert. Also es ist für uns so, als ob es dieses Produkt gar nicht mehr gibt, was vor allem für uns für die negativen Schlagzeilen und Seiten der Milchproduktion steht. Ja, die Haltungsbedingungen der Tiere, Einsatz von Antibiotika und die permanente Steigerung der Milchproduktion für die Milchkühe. Dabei eignet sich Pflanzenmilch auch mega gut fürs Müsli, für den morgendlichen Kaffee, in Gerichten oder in Smoothies. Sorry, aber das Bild von glücklichen Milchkühen auf grünen Weiden können und wollen wir einfach nicht unterstützen. Darauf erstmal einen Schluck Hafermilch. Cheers. Übrigens, falls ihr jetzt Hafermilch nicht mehr im Tetrapack, sondern in der Glasflasche kaufen wollt, haltet die Augen offen. Zum Beispiel bei Edeka, da gibt es viele Angebote für Hafermilch im Glas oder auch in Einatura-Märkten, Bio-Company und so weiter und auch immer mehr Supermärkten. Fragt notfalls einfach das Personal, um einfach diesen Tetrapack, der sich praktisch nicht recyceln lässt, komplett hinten anzustellen. Kommt ihr es eigentlich auch manchmal mit? Es gibt so Menschen, die besitzen sehr viel, geben sehr viel Geld aus, haben vielleicht auch mehrere Autos in der Garage zu stehen und sind neidisch anderen Menschen gegenüber oder entwickeln eine gewisse Missgunst Menschen gegenüber, die mit relativ wenig Auskommen oder wenig Geld im Monat auch wirtschaften können. Ich denke mir immer so, Neid und Missgunst ist erstmal so eine Art Bestätigung, dass jemand irgendwie was macht, wo es mich reizt, das auch auszuprobieren. Aber einfach nur neidisch zu sein, ohne etwas selbst zu verändern, an seinen Problemen zu arbeiten, da fehlt irgendwie dann so ein bisschen die zweite Seite der Medaille, denn das macht nicht glücklich, das deprimiert, obwohl man selber eigentlich in der Lage ist, etwas zu verändern, um selber wieder glücklich zu sein und auch besser mit anderen Menschen klarzukommen. Also wir sind zum Beispiel jetzt die Letzten, die ihr Wissen nicht teilen wollen, wie man nachhaltiger, günstiger und auch bewusster seinen Lifestyle gestalten kann. Heißt, wer Bock hat, sich einer nachhaltigen und minimalistischen Lebensweise öffnen möchte, der ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, uns Fragen zu stellen, uns anzusprechen oder einfach unsere Videos zu schauen. Jeder, absolut jeder, kann sein Leben, seinen Weg und deren Qualität selbst bestimmen und beeinflussen. Und wenn man so einen Schritt rausgehen möchte aus seiner Komfortzone, sollte diesen Schritt auf jeden Fall gehen. Jetzt und hier und nicht übermorgen. Und wer Inspiration braucht und sucht, der ist natürlich herzlich eingeladen, diesen Weg gemeinsam mit uns zu bestreiten.
Eine sehr, sehr große Hebelwirkung, die wir schon seit Jahren aktiv leben und ausleben, aus vollster Überzeugung, um bewusster zu konsumieren und auch sehr viele Ressourcen einzusparen, ist, ja, Dinge des täglichen Bedarfs einfach gebraucht konsumieren. Und das beginnt ja schon bei Möbeln, bei Babysachen, bei Spielzeug, Werkzeug, Gartenbedarf und vieles mehr, was wir gebraucht konsumieren können über die Nachbarn, über Kleinanzeigen, aber auch viele andere Portale im Netz. Wir haben übrigens festgestellt, dass je mehr man sich distanziert von diesen typischen Vorurteilen, die man so hat, ja, gebrauchte Dinge riechen komisch, sind abgeranzt oder funktionieren einfach nicht mehr, dass häufig das Gegenteil der Fall ist und man einfach merkt, was plötzlich alles möglich wird. Mit den Mamis hier aus der Nachbarschaft tauscht sich Noreen zum Beispiel regelmäßig aus und tauscht Kindersachen, Babysachen. Der Großteil unserer Möbel hier im Haus ist gebraucht gekauft, ebenso auch der Gartenbedarf, also die Gartenmöbel, das Werkzeug, was wir hier nutzen. Und es geht sehr, sehr viel, viel mehr als du denkst, wenn wir uns alle nicht von Vorurteilen blenden lassen, die eigentlich nur einen einzigen Zweck haben, dich von Dingen abhalten, die im Alltag doch relativ gut funktionieren können. Ja, das tägliche Zähneputzen ist so selbstverständlich wie Essen und Trinken. Damals noch immer fleißig auf der Plastikzahnbürste rumgekaut, putzen wir uns seit über 10 Jahren schon unsere Zähne mit Bambuszahnbürsten aus vollster Überzeugung. Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Kids, die so ein bisschen in dieses Thema reingewachsen sind. Dadurch lassen sich im Jahr knapp 20 Plastikzahnbürsten einsparen. Plastik, das erst gar nicht anfällt. Wir nutzen Do-it-yourself-Zahnpasta oder auch Zahnputzpulver und sind echt happy darüber, dass wir auf diesen Zug damals aufgesprungen sind. Dabei war es anfangs ganz schön gewöhnungsbedürftig. Ja, dieser schmale Stiel der Bambus Zahnbürste oder noch mehr das Zahnputzpulver im Mund. Also irgendwie ja eine ganz schöne Umgewöhnung für uns. Wenn man allerdings diese Übergangszeit, diese Übergangsphase von, ich sag mal so 1-2 Wochen mit Bravour meistert, dann merkt man plötzlich, und es betrifft ganz, ganz viele Lebensbereiche, dass sich eigentlich alles im Alltag umsetzen lässt, wenn man einfach nicht zu schnell von einer neuen Idee ablässt und sich einfach voll darauf einlässt. Bambuszahnbürsten haben übrigens auch den Vorteil, dadurch, dass sie aus Bambus sind, dass sie beschriftet werden können, dass man sie mit Stickern versehen kann, um einfach auch die Zahnbürsten, die relativ gleich aussehen, auch so ein bisschen unterscheiden zu können. Und so findet am Ende jedes Familienmitglied auch, ja, seine richtige Zahnbürste. Und weil wir so überzeugt von diesen Bambuszahnbürsten sind, findet ihr sie auch in unserem kleinen Zero Waste Shop, in dem es Bambuszahnbürsten für groß und für klein gibt, wie auch das Zahnputzpulver, was wir täglich nutzen, aber auch viele andere Produkte des täglichen Bedarfs. Eine kleine Auswahl, die aber ausreichend ist. Und ja, schaut euch gerne um. Wir freuen uns sehr über euren Besuch und auch ein kleines Feedback, wie ihr die Produkte findet, wenn ihr sie vor allem auch selbst in eurem Bad irgendwann mal testen könnt. Würde uns sehr freuen und viel Spaß beim Schmökern. Ich kann euch sagen, als ich noch jung und knackig war, so mit 18, 20, da war mir eins wichtig, vor allem Urlaub. Urlaub all inclusive. Egal wie groß das Schiff ist, wie weit der Flug ist oder die nachhaltigen Anstrengungen der Hotelkette im Hintergrund ausschauen, obwohl die grundsätzlich nicht zur Stärke von Hotelketten gehören, also nachhaltig zu agieren, ist aber ein anderes Thema. Mir war nur eins wichtig, der Preis. Alles andere, war mir schnuppi. Im Vergleich zu damals reisen wir heute natürlich immer noch super, super gerne mit der ganzen Familie, der ganzen Rasselbande zu fünft. Für uns ist das Reisen einfach das Unterwegssein, der absolute Inbegriff von Freiheit, wenn du losziehst in das Unbekannte und alles auf dich zukommen lässt. Auch mal mutig sein, ohne Plan losfahren und schauen, was so passiert. Dabei reisen wir am liebsten in unserem Tempo und erfahrungsgemäß ist es mit Kindern auch nochmal zusätzlich etwas langsamer, was ja nicht automatisch schlecht sein muss. Wir quartieren uns in kleinen individuellen Airbnbs ein oder schlafen auch gerne beim Auto, wenn es danach ist. Auf diese Weise lernen wir so viel mehr von der einheimischen Bevölkerung, von den Menschen vor Ort, der Gegend, dem Essen, als in einem All-Inclusive-Hotel unterzukommen und danach zu behaupten, hey, ich habe Land und Leute gesehen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass je offener man ist für individuelle Reisen und alternative Transportmöglichkeiten, dass man dadurch noch mehr die Chance hat, seinen Fußabdruck zu reduzieren. Denn wir Menschen wollen reisen, wir wollen uns Träume verwirklichen, wir wollen auch mal die Welt aus einer anderen Sichtweise sehen, andere Menschen kennenlernen, anderes Essen probieren und andere Gegenden uns anschauen. Aber es ist dennoch wichtig, auf den Reisen möglichst zu versuchen, seinen Fußabdruck so gut es geht zu reduzieren. Und das geht eben ganz gut, indem man sich nicht in die größten Hotelburgen einbucht, sondern so ein bisschen individueller reist, ein bisschen kleiner, ein bisschen geschmeidiger und dennoch einfach eine richtig gute Zeit haben kann.
Ja, vor vielen Jahren haben wir damit aufgehört, Wasser aus PET-Flaschen zu konsumieren und irgendwann nur noch zu Glasflasche gegriffen. Definitiv ein wichtiger Schritt, um so ein bisschen von diesem ganzen Plastik wegzukommen, aber auch die ganzen Weichmacher nicht mehr zu konsumieren und aufzunehmen, die in das Wasser gelangen von der Flasche aus, wenn die Sonnenstrahlen da draußen auf eine Plastikflasche treffen. Seitdem wir hier im Haus leben, konsumieren wir das Wasser nicht mehr über die Glasflaschen, sondern direkt aus der Leitung, weil es für uns nachhaltiger ist, am günstigsten. Und Wasser gehört eben auch zu einem der am stärksten kontrollierten Lebensmittel hier in Deutschland. Auch weil wir in Erfahrung gebracht haben, dass das Wasser hier in Süddeutschland deutlich weicher sein soll als in Ostdeutschland, wo damals noch unser Tiny House stand. Jetzt haben wir allerdings herausgefunden, dass dem nicht so ist. Somit müssen wir das Thema Entkalkungsanlage, Entkalkung des Wassers wieder komplett aufmachen, recherchieren, suchen. Ärgert uns irgendwie ein bisschen, weil wir dachten, dass das Problem jetzt komplett beseitigt ist. Wenn ihr eine gute Möglichkeit gefunden habt, wie ihr Wasser entkalkt, dann teilt sie gerne mit uns. Ansonsten halten wir euch auf dem Laufenden, geben euch Updates, wie wir da weiterkommen an dem Thema, um da einfach die für uns perfekte Lösung zu finden und das ganze Kalk einfach loszuwerden. Auch so ein Punkt, der uns damals super wichtig war, aber gar nicht so leicht gefallen ist, weil er einfach in unserer Gesellschaft so verankert ist, so feststeckt, nämlich zu Weihnachten, zu Geburtstag oder zu anderen Anlässen Produkte zu verschenken. Wir haben dann irgendwann angefangen, Gutscheine zu basteln, selbstgebastelte Dinge, einfach für mehr Zeit miteinander und sind bis heute an dem Thema dran geblieben. Ja, unsere Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass jeder dem anderen irgendwie zeigen und beweisen muss, was er sich leisten kann. Dann kommen noch so ein bisschen unsere typischen Gewohnheiten dazu und zack, kauft man wieder irgendeine Sache und muss, weil es eben auch alle anderen tun, zu Konsumgütern greifen. Und deshalb haben wir irgendwann angefangen, da einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, hey, wir verschenken keine Produkte mehr, sondern nur noch Zeitgutscheine, um einfach wieder das Gut mit den Menschen zu teilen, was uns ja kein Mensch zurückgeben kann, nämlich Zeit, gemeinsame Zeit mit den Menschen, die uns einfach wichtig sind. Ich gebe zwar zu, dass es nicht immer möglich ist, aber fast immer. Und ganz ehrlich, am Ende erinnert sich kein Mensch mehr daran oder kein Freund, keiner aus der Familie, was man vor 10 oder 20 Jahren geschenkt bekommen hat, sondern vielmehr daran, an diese vielen kleinen Marmeladenglas-Momente. Ja, die Momente, die einfach hängen bleiben. Das Drachensteigen hoch auf den Berg bei stürmischem Wetter, die Tasse heißem Kakao, gute Gespräche einfach einer verdammt guten Zeit. Und nicht die Dinge, die man am Ende weiter verschenkt, verkauft oder am Ende wegschmeißt. Nur weil die Dinge, die wir so tun im Alltag, auch funktionieren, heißt es ja nicht, dass sie automatisch auch gut sind. Deshalb bleibt neugierig, bleibt aufmerksam, lebt euer Leben und werdet niemals, niemals müde, auch mal neue Dinge in Erfahrung zu bringen. Sie können euch mehr Türen und Tore öffnen, als ihr denkt. Bis bald.